So, hallo mal wieder bei Monster Hunter Quest. Diesmal im Multiplayer, beziehungsweise das hier ist die Singleplayer-Version des Multiplayer-Hafens oder keine Ahnung, was das darstellen soll. Das ist ein Zeppelin-Hafen, man kann das eindeutig sehen. So. Ja. Hier kann man essen, das habe ich schon gemacht. Hier ist der Fregger. Mit Hasenhorn und einem Endinghorn. Als Quest habe ich mir vorgenommen, mal diesen Endgegner zu machen, oder beziehungsweise Semi-Endgegner. Das ist in meinem Fall Übergangsquest vom Glowing in den. Warte mal. Komm ich wahrscheinlich hier hin? In den Highwing. Und zwar diese Schnecke hier. Oh je, was die da für Monster sind. Hab ich auch noch nicht gemacht. Wir haben einfach nur die, die ganzen, wie sagt man, Urgents und Key-Quests geklärt. Und dann haben sie leider auch schon den Patch gebracht und ich konnte nicht mehr online spielen. So, machen wir einfach mal dieses Schneckentier. Oh, was das darstellen soll. Ich kann gut vorstellen, dass es eine Schnecke sein soll, weil irgendwie hat die so Statuseffekte, die sehr merkwürdig sind. Ich weiß nicht, ob sowas Reiniger da hilft, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also, was man dann beachten muss, wenn man einen Statuseffekt von der Schnecke hat, man darf sich nicht rollen, weil auf dem Boden sind überall Knochen. Wenn man mit dem Schleier drüber rollt, bleiben die Knochen einem kleben. Dann ist es quasi so wie dieser Schneemannseffekt. Aber das werdet ihr jetzt eventuell auch sehen können. Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal Reiniger dabei hatte. Aber ich ziehe einfach mal los. Ich bin im Gildenstil unterwegs, hab diesen Self-Buff, dass meine Switch-Hex halt stärker ist. Und dann noch diese Hunting-Art, dieses Schwert-Leiste wieder auffüllen zu können. So, genau. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Kombo. Viele finden die sogar zu stark, aber ich finde, die ist eigentlich genau richtig. So, los geht's. Ich habe den schon mal solo gemacht, aber nur einmal. Ich hoffe mal, das klappt jetzt alles. Das Mikrofon noch zurechtdrücken. Gut. Los geht's. Was haben wir hier in der Truhe? Oh, ist auch Reiniger? Nö, aber Schallbombe. Ja, alles für mich hier drin. Das könnte Reiniger sein eventuell. Ich bin mir nicht sicher. Dann haben wir auch die hier mit. Ist hier noch irgendwas drin? Da gibt es auf jeden Fall auch Ballisten, aber irgendwie kriegt man die Munition nur von ihm selber. Also man schlägt ihn, dann staggert er und lässt der Schein jetzt liegen. Die man dann als Munition gegen ihn benutzen kann. Und die machen auch ziemlich viel Schaden, glaube ich. Also im ersten Kampf hat er wirklich fast bei jedem Schuss gestaggert. Jetzt beim zweiten Mal, als ich es so probiert habe, leider gar nicht. Keine Ahnung, wieso. Ja, man sieht ja auch, er hat diese Qualmwolke, diese polnische Wolke, der darf nicht reingehen, die macht Schaden. Ich weiß nicht, wie seine elementaren Schwächen oder Stärken Upsala sind. Aber ja, in der Situation muss man eigentlich schon draufschlagen. Ja, dann staggert er auch. Und das ist die Munition dann. Boah. Oh. Ja, man sollte nur auf die Köpfe gehen. Oder auf die Fühler. Ja, man merkt auch, dass es nur normal ist. Macht nicht viel Schaden. Rage-Moves machen noch ein paar fiese Sachen, die einem richtig zu schaffen machen können. Selbst mit Heil und Klamotten. So. Ich habe die Munition, das ist die Munition. Ja! Aua. Ja, das hat hier jede Menge Schaden versäumt. Das ist eigentlich eine Situation, da muss man auf die Birnen hauen, auf diese. Oh.
Das schießt dann mit seinem komischen Schleimzeugs da. Ich habe damals auch meinen Multiplayer, als wir den Multiplayer gemacht haben, habe ich auch aufgenommen, aber ich weiß nicht, ob wir irgendwie müsste ich keine Ahnung. Da sind für die Schallwellen wahrscheinlich für gut. Nehme ich mal an. Die Aktion, oh, hätte ich eigentlich. Na egal. Okay, jetzt habe ich diesen Effekt auch nur drauf. Ich weiß jetzt nicht mehr, bringt gar nichts. Ich darf das auf jeden Fall nicht trollen. Ist doch nur noch wahrscheinlich ein, da ist er schon wieder weg. Hier mit dem Schuh einsammeln. Dann schieße ich nachher mal ein bisschen auf ihn. Mein Schussschlupf. Gehen wir zielen, oder? Was war das denn? Riesiger Schatten. Ich weiß nicht genau, wo die Ballisten hier stehen. okay, hier nicht. Das ist eigentlich ziemlich befriedigend, kommt, weil er oft staggert und so. Und wie ist man? Bling! Ja, und da habe ich ja eine gute Chance versäumt. Man sollte eigentlich am besten irgendwie ausweichen und dann. Da ist eine Ballista. Jetzt darf ich nicht rollen. Okay. Ja, jetzt bin ich ohne es zu wollen gerollt. Ah! Lässt eigentlich ständig Munition fallen. Ich könnte eigentlich auch mal hingehen und schärfen. Und dann auch meinen. Den hier machen. So. Ach man, wirklich. Ich weiß nicht, was man alles irgendwie brechen kann. So vielleicht die Schwimmärmchen hier. Autsch. Danke für den Follower. Au! Ah, verdammt, Idiot. Genau, Saskia, hau mich. Oh, jetzt hätte ich eigentlich drauf gehen sollen. Verdammt! Ich glaube, ich hätte einen Schwachpunkt, oder? Okay, ich habe jetzt übel. Oder?
Oh, ein Shiny-Land. Einfach mal ein bisschen strippt oder was? Wieder voll. Ja, ich kann es blöd, dass immer was fallen. Wo muss es nicht in seinen Schleim reingehen? Doch, na, ja, wobei, Kühlschlaf ist eigentlich auch okay. Oh, jetzt seine Aura wieder. Macht richtig böse Schaden. Und das ist, glaube ich, jetzt noch ein Weltschmiedes oder sowas in der Art. Ja? Nö. Nein! Endlich vorbei. Schon alles raushauen. Jetzt ist es ein Weltschmiss. Ah, was? Das macht da richtig fiese Sachen, ne? Also erstmal Scheiben sammeln.
Oh, Laser. Dieses Charge ist Laser. Du kannst sagen, du hast irgendwas aufgeladen. Ich muss meinen Dings aufladen. Oh, close enough, ey. Was hat der für ein grünes Zeug an der Nase? Knapp ist einfach wahr. Ich weiß nicht, wirklich nicht, ich muss mir schon noch mehr Sachen, kann man ihn kaputt machen, irgendwie Fantate vielleicht, die Finger hier wahrscheinlich auch. Boah, ich sehe das ja, aber jetzt habe ich Erfolg gehabt mit. Oh, der macht Schleim. Oh. Ey, meine Katze macht doch gerade Schleim. Nein, nein, nein. Hier hinten ist ein bisschen, sieht so weich aus in der Schelle. Mist. Nein, boah, Gott sei Dank. Wollte ich noch aufladen. Ich dachte schon. Ist ja übel gewesen. Wow. Oh, oh, oh nein. Oh Gott, ich stehe in seiner Säure da. Oh nein, komm schon. Ist.
Nice. Töten kann man übrigens nicht, der haut einfach ab. Nein, ich wollte gerade einen Scheibe umwerfen. Ich denke, beim Heilen kann man ja einen komplett töten. Den Gar ausmachen. So, ja, das war dann, ich denke mal, die letzte Quest für heute. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.